Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi 4 Traumteam Brüder hier bei Crash Woolly Freak 89. Wir sind nun in der Traum. Wir sind erneut in der Traumwelt unterwegs, aber diesmal durch die Traumdimension oder wie hat sie Traum, als was hat sie Traumwelt bezeichnet? Ich habe keine Ahnung. Aber egal. Wir werden das eh schon sehen. Zu gegebener Zeit. Fürs erste versuchen wir hier durchzukommen und ja. Und mal schauen, was wir noch finden können. Wir wollen nämlich den Geist des Traumsteins wollen wir nämlich befragen, wo sich der Traumstein befindet. Aber leider weigert er sich dezent uns etwas zu sagen, weil er viel zu müde ist. Und dabei geht es um Leben und Tod, aber das ist denen scheißegal. Der will einfach nur pennen. Tja, und den müssen wir des Öfteren aus dem Schlaf reißen. Dazwischen finden wir sogar wieder Attackenfragmente. Das bedeutet, wir könnten wieder eine neue Traumpaar-Attacke lernen. Aber hoffentlich dieses Mal eine, wo wir nicht den 3DS schwenken müssen, weil das nervt mich so etwas. Außerdem, beim Let's Playen, beim 3DS ist es nicht gut, wenn ich schwenken müsste. Deswegen kann ich auch solche Spiele wie Mario und Sonic nicht bringen. Es tut mir ja leid. Weil ich wollte ja Mario und Sonic für den 3DS auch Let's Playen vielleicht. Aber aufgrund dessen, ja, dass ich, sagen wir es mal so, da bei einigen Disziplinen der 3DS geschwenkt werden muss, oder, ja, bei einigen Disziplinen muss ja der 3DS geschwenkt werden und, ich habe keine Lust, das jetzt ständig zu machen. Vor allem, wie soll man das bitte schön vor der Kamera anstellen? Nee, also sowas kann man höchstens mit einer 3DS Capture Card aufnehmen, aber ne. Wie schon gesagt, woher soll ich denn die bitteschön bekommen? Und außerdem ist die doch viel zu teuer, Mann. Glaub mir, das ist mir nicht wert, aufgrund eines Hobbys gleich so extrem viel Geld auszugeben und so einen Umstand zu machen. Weil ich bin ohnehin nicht so ein richtiger großer Freund. Oh, gleichzeitig geohnt, nicht schlecht. Ich bin ohnehin kein so großer Freund von Internet-Einkäufen. Glaubt mir. Das dürft ihr von mir nicht erwarten. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, weil ich bin kein so großer Freund davon. Ich weiß, auf solchen Online-Seiten wie zum Beispiel Amazon oder so findet man wirklich super Angebote, aber... Was macht man dann bei der Garantie? Man muss da wieder dorthin schicken und den Umstand machen, den Umstand machen. Ich weiß, über Internet ist es manchmal billiger, aber... Ja, es kommt halt auf die Garantie an. Weil wenn irgendwas mit dem Gerät fehlt und ich es reparieren lassen möchte, tja, da habe ich aber ganz schön Stress damit, weil ich, wie sage ich da jetzt dazu? Also ich muss jetzt nochmal überlegen, wie ich das jetzt nochmal aussprechen wollte. Es geht ja darum, bei der Garantiereparatur kann ich nicht einfach, wie zum Beispiel im Geschäft, wenn ich jetzt ein Geschäft kaufen möchte, kann ich nicht einfach mal so zum Geschäft hingehen und sagen, da funktioniert das leider nicht, ich möchte die Garantie nutzen fürs Umtauschen oder dafür, dass repariert wird und so, bla bla bla. Und hierbei müsste ich wirklich einen extremen Umstand machen. Wenn ich irgendwas reparieren lassen möchte oder so. Ah, leider nicht die 4 erwischt, aber egal. Wenn ich jetzt irgendwas zum... reparieren verschicken lassen möchte, also wenn... okay, jetzt komme ich wirklich vollkommen raus, also was ich sagen wollte, wegen der Garantie. Weil, wenn ich jetzt vom Geschäft verkaufen würde, habe ich weniger Umstand bei der Garantiereparatur, falls irgendwas das Gerät hat oder was auch immer, kann ich einfach hingehen zum Geschäft und sagen, da, das hat das oder das und tauschen es mir einfach um und ich kann es dann mit nach Hause oder es wird repariert und kann es dann nachher gegen eine kleine Gebühr bei der Garantie, da gibt es keine Gebühr dafür, kann es mir dann gleich danach mitnehmen. Und gut ist, dann habe ich keinen
Stress mehr mit dieser Sache. Oh, daneben. So. Dann muss ich mich nicht mehr damit abstressen. Wie kann ich denn da jetzt auf die Plattform rüber? So, geht doch. Darf halt nicht so viel Schwung haben. So, nächstes Attackenfragment. Noch 3. Oh, jetzt noch 2. Ja, ihr kennt es ja bestimmt auch, ihr habt es in Geschäften auch wirklich leichter, weil wenn ihr es über das Internet kaufen, müsst ihr natürlich bei den Herstellern anrufen, wahrscheinlich ins Ausland telefonieren oder was auch immer für ein Kack. Ich muss es ja zum Beispiel. Und dann kommen dann noch die Telefonkosten, dann muss ich das ausfüllen vielleicht und das machen und das machen. Und boah, das habe ich ja schon mindestens 2-mal erleben müssen bei meinem Laptop, weil ich ja da schon einige Probleme hatte. Wartet! Hm? Seht einmal diese Steine an, vielleicht könnt ihr sie zerstören. Ich glaube, die Traumlidges könnten uns dabei helfen. Okay, was wird das jetzt wieder? Ihr wisst ja, dass ihr mit dem B-Knopf springt, oder? Ja. Gut. Luft kannst du den B-Counter noch einmal drücken. Und ja, dann setzen sie den Superstampfer ein. Ja. Ihr habt soeben eine Lotionsaktion ausgeführt. Was für eine prächtige Stampfattacke. Auf diese Weise kannst du gewisse Objekte zerstören. Okay, geil. Die Stampfattacke. Lass noch einmal was probieren. Nee, keine Lust. Fertig. Dann los. Bam. Geiler Scheiß. Das ist wirklich eine geile. Das ist schon eine geile, epische Neuerung. Damit können wir wirklich alles aus dem Weg räumen. Bam. Möglicherweise kommen wir dann an bestimmte Traumfragmente oder sowas in der Art. Oder andere Gegenstände. Naja, bin mir natürlich nicht sicher. Ich hoffe nur, hier oben war nichts mehr, weil ich bin jetzt, habe jetzt gerade Stampfer ausgeführt und habe nicht genau nachgeguckt. Ich hoffe, da war jetzt kein Attackenfragment, weil sonst drehe ich am Rad. Bam. Und das gepflegt. Nicht ungepflegt, sondern garantiert gepflegt. Ach, die Kiste können wir verschieben, okay? Sehr schön. Und bam. Oh, und von unten können wir sie sogar zerstören. Da können wir uns ja auch noch schnell umgucken, weil möglicherweise... Wo geht's denn jetzt hier lang, bitteschön? Ach, jetzt geht's wieder ganz nach oben, ne? Okay. Gab's da wirklich noch was zu entdecken? Oder habe ich mich vertan? Jetzt falle ich eh ganz runter. Da muss ich halt nochmal durch die Röhre. Aber ihr merkt, ihr könnt mir natürlich in den Comments natürlich auch eure Meinung bezüglich der Garantie und was auch immer machen. Kauft ihr doch selber auch lieber im Geschäft? Oder wollt ihr lieber Sachen übers Internet kaufen? Ich meine, wenn es bestimmte Sachen nicht mehr übers Geschäft zu kriegen ist, egal wo man ist, dann ist auch klar, dann nehme ich auch zum Notfalls noch das Internet. Oder wenn ich irgendwelche alten Spiele suche, könnte ich es auch bei GameStop versuchen, sie gebraucht zu erwerben. Bin natürlich nicht sicher, ob ich jemals sowas finden könnte, aber okay, da gab es wirklich nichts. Ich habe mich vertan, sorry. Bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, ob man da, ich meine, es ist nicht garantiert sicher, dass man die Spiele dann auch bekommt, weil man muss da Glück haben, wenn ich beim GameStop irgendwas gebraucht haben möchte. Wie zum Beispiel möchte ich da ein altes PlayStation 2 Spiel aus dem Jahr 2007 bekommen, was mir leider kaputt gegangen ist, obwohl ich es frisch bei einem Geschäft mit dem Namen Cosmos gekauft habe. Ja, der Cosmos. Auswahl, Service, Bestpreis, passt. Ich weiß nicht, ob es den auch bei euch gab, aber der war ähnliches Geschäft wie der Mediamarkt oder der Saturn. Ich glaube, den müsste es aber auch bei euch geben, denke ich mal. Ja, und der ist aber leider in Konkurs gegangen, vor Ewigkeiten schon, zumindest bei uns in Österreich. Bin natürlich nicht sicher, ob er auch bei euch schon in Konkurs gegangen ist oder ob es ihn immer noch gibt. Aber dennoch, bei uns gibt es ihn nicht mehr. Können wir machen, was wir wollen. Leider. Okay, was wäre denn da oben jetzt gewesen? Würde mich mal interessieren.
Vielleicht habe ich da wieder ein Attackenfragment übersehen. Wir können sogar mit Traum-Luigi da durchstampfen, also mit der Luigi-Sion. Was soll denn da jetzt oben sein, bitteschön? Okay, mal gucken. Bams. Schon ein geiler Scheiß, das hier abgeht. Also, ich find's episch, diese Aktion. Erinnert mich irgendwie an Yoshi's Island, weil da gab's ja auch sowas. Da gab's ja zum ersten Mal die Stampfattacke. Bin mir natürlich nicht hundertprozentig sicher, ob dem so war. Okay, ich glaube, das ist nur wegen den Münzen, oder? Ich glaube, mehr gibt's da nicht. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal weiter und gut ist. Ich hoffe, wir bekommen noch die letzten beiden. Oh, da ist zum Beispiel noch eins. Also, wie schon gesagt, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich jetzt gemeint habe mit den, mit der Sache, dass ich kein Freund von Online-Einkaufen bin, wegen der Garantie und so. Möchte ich da weniger fehlen? Ach komm! So. Oh, das ist so beschissen, dass ich da jetzt so oft fehle. Mann, das sind jetzt gleich zwei von diesen Spasten. Bam! Aber er nimmt sie bestimmt alle in den Tod mit. Sind eh schon alle down. Und beide explodieren, ne? Ganz easy, Mann. Ich hoffe, Luigi bekommt auch noch sein Level up, bevor wir den Traumstein erreichen. Ach komm, hoch da. Hoch da, sage ich. Ey, hoch da, Mann. Schockbombe. Und das vorletzte Attackenfragment. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die neue Trauma-Paar-Attacke aussehen wird. Bestimmt ist es wieder was Episches. Es sieht eher so aus, als würde man wieder auf die ganzen Luigis setzen. Also bei der Luigi-Sion, wo sich alle Luigis duplizieren. Könnte es sein, dass es damit zu tun hat. Bin mir natürlich jetzt nicht 100% sicher, aber es dürfte darauf hinkommen. Könnte durchaus sein. Bumm. So, was ist mit euch, ne? Nee, lass das mal. Aber es scheint auf jeden Fall nur mit dem Knopf zu spielbar zu sein. Ich hoffe, dass dem auch so ist. Wie schon gesagt. Ich möchte nicht da schon wieder herumschwenken mit dem 3DS. Nur damit ich bessere Attacken ausführen kann. Über Traumaktionen. Es müsste auch eine Paaraktion. Also eine Paaraktion. Oh! Das letzte! Perfekt! Und was ist das für eine Traumattacke? Tatsächlich ist es mit dem Multi-Luigis. Traumsprung heißt das. Springe mit dem B-Knopf von Stapel so viele Luigis wie nur möglich. Lenke. Sprung mit der links und rechts auf den Schiebepad. Drücke den B-Knopf, wenn du Traum-Luigis landen, den A-Knopf für Mario. Okay. Klingt interessant, das werden wir gleich mal ausprobieren. Wie das aussehen soll. Schauen wir uns das mal an. Also wir arbeiten auf jeden Fall mit den Multi-Luigis. Und der Turm muss möglichst in der Mitte sein, scheint mir. Boah. Der wird immer höher, Mann. Wo führt denn das noch hin? Boah. Nicht schlecht, Herr Specht. Das üben wir mal schnell. Okay. Augenblick. So. Dann wollen wir mal. Okay. Ah, verdammt, das war scheiße. Och man. Das können wir vergessen. Nee, das war scheiße von mir. Das war okay. Nee, probieren wir nochmal. Kein Exzellent. Ich muss das noch ein bisschen üben. Das Timing muss auf jeden Fall stimmen. Aber jedenfalls ist es zum Glück nur mit dem Knopf. Und ich müsste möglichst in der Mitte landen. Ah, das war nicht in der Mitte. Das auch nicht. Oh Gott, der schiefe Turm von Pisa, möchte ich nur sagen. Noch nicht mal.
Das reicht noch nicht mal für ein... Super. Eieieiei. Der nächste Versuch. Ich muss das ein bisschen üben, weil wenn wir da gegen einen Boss kämpfen, dann möchte ich schon möglichst viel Schaden machen. Ah. Okay. Nein! Ach Mann, ey. Boah, ja, der Turm schaut scheiße aus wieder. Alter, das wird ja nix. Komm schon, Mann, das müsste ein bisschen besser können. Puh. Hardcore Halleluja. Ach. Ja, wieder nichts. Ja, schaffe ich es überhaupt mal in der Mitte? Ach, das wird wieder nichts. Ich schaffe noch nicht mal ein Super damit. So geht das nicht weiter. Ach. Letzter Versuch und dann lasse ich es halt sein, weil vielleicht kriege ich das auch so hin, den nächsten Mal. Man muss halt ein Gefühl dafür entwickeln. Ja, und das habe ich wieder mal nicht. Ja, wird es mal was, ey. Es wird in letzter Zeit nichts mehr. Aber immerhin habe ich jetzt schon mal einen Super geschafft. Das ist schon mal ein Fortschritt. Ein kleiner. Aber jetzt versuche ich es nochmal halt. Ich will mich aber jetzt nicht damit die ganzen Part voll langweilen. Mit meinen ständigen Fails. Ach. Ich müsste die Mitte schaffen irgendwie. Aber das Timing müsste da schon besser sein. Aber es ist, das fehlt mir manchmal immer viel zu sehr an Timing. Es reicht jetzt höchstens für Super, aber für Excellent schaffe ich mir es doch nicht. Ich muss da wirklich genauer timen, sonst geht das nicht. Weil ich möchte wirklich wissen, wie viel Excellent überhaupt bringt an Schaden. Bestimmt sehr viel. Nein! Ey! Jetzt komm! Das wird ja noch schlimmer, ey! Ja, vergiss es. Ich habe keine Lust. Alter. Das wird ja immer schlimmer. Warum schaffe ich das eigentlich manchmal nicht? Eigentlich müsste das völlig gleich laufen. Ich muss wirklich ein Gefühl dafür entwickeln, aber das ist leichter gesagt als getan. Nein! Bin ich viel zu früh abgedriftet? Oh Gott! Ah! Das wird immer schlimmer, Mann. Manchmal ist es wirklich blöd, die Steuerung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll jetzt. Okay, das war gut. Ah, das wieder nicht! Das war ein... Nein! Ach, komm jetzt! Ja, schau sich an diesen schissenen Turm an, ja. Da gehen viel zu viele Traumluigis verloren. Oh. Wieder mal nichts. So schaffe ich das niemals im Leben. Ja, okay. Ich mache jetzt den letzten Versuch und dann lasse ich es wirklich sein. Aber endgültig. Ah, das wird eh wieder nichts. Ja, schau. Ja, das wird immer schneller, ey. Och, Mann. Schlecht. Nein, ich habe keine Lust mehr. Kann ich irgendwie mit L zurück? Okay. Pff, wie soll man das denn bitte schön machen? Hey, ich bin halt wirklich ein Noob darin. Ich glaube, ich schaffe das jetzt. Ich glaube, das wird ein bisschen zu viel für mich sein. Aber wahrscheinlich, wenn ich das jetzt sage, werde ich wahrscheinlich dann im Kampf umso besser. Werde ich dann wahrscheinlich im Kampf umso besser beherrschen können. Ich probiere es jetzt mal gleich hier aus. Traumsprung. Und los, Luigi.
Okay. Ja. Ja, das war wieder nichts. Boah. Wie viel Schaden macht das jetzt eigentlich? Oha, nicht schlecht. Donnerwetter, also diese Attacke macht schon ordentlich Damage. Was zur Hölle? Werde ich denn das jetzt abwehren sollen? Achso, ich hätte mich drehen müssen, ich Idiot. Mann. Ich bin es mit den 3D-Dimensionalen noch nicht so gewohnt, ey. Sorry, Leute. Da habe ich jetzt schon wieder extremst gefailt. Mann, oh Meter. Da muss man sich erst noch gewöhnen. Oh, Alter, Alter, Alter. Ich bin ja wieder ein Lappen vom Dienst. Sorry, ich möchte mich wirklich entschuldigen für meine Leistung. Die ist echt peinlich. Das kann ich nicht anders sagen. Alter Schwede. Aber immerhin, jetzt erreicht Lucia auch mal sein Level Up. Wird auch langsam Zeit. Level 15. Jetzt braucht er mal wirklich eindeutig mehr Angriffskraft. Aber der Angriffspegel erhöht sich nur so wenig. Immer nur ein 2. Man kommt mal der Zeitpunkt, wo mal plus 3 bekommt oder plus 4, plus 5 wäre ganz geil. Vielleicht höre ich immer zu oft an derselben Stelle. Damit sollte ich wahrscheinlich jetzt ab den nächsten Level Ups mal aufhören dazwischen und schauen, wo jetzt seine Stärke eigentlich hier wirklich liegt. Weil hauptsächlich liegt seine Stärke in der Verteidigung, das ist klar. Okay, wie geht's jetzt hier weiter? Wenn ich fragen darf. Oh. Ja, okay, die Frage hat sich erledigt. So, ich hoffe, jetzt finden wir diesen Typen. Weil der macht uns... Weil dieser Traumgeist macht uns nichts weiter als Ärger. Okay, schon wieder eine Traumgeist. Ihr passt fast durch, aber nur fast. Nicht ganz so groß wert. Hm. Oh! Traumhaft! Man kann die Traumlöcher zusammendrücken. Oh, krass. Das geht also auch noch. Also, wie geil. Mario, enge Stellen wird jetzt kein Problem mehr sein. Jetzt könnt ihr euch wieder ausstrecken. Doing. What the F? Oh. Traumhaft. Wow. Oh, keine Aktion oder Reaktion. Und dafür springen wir dann wie ein riesen Trampolin. Beeindruckend. Ihr habt ja gerade einen Federsprung ausgeführt. Ja, aber wahrlich einen gigantischen Federsprung. Den Federsprung haben wir jetzt erlernt. Ich den A-Knopf klein drücke, den A-Knopf erneut, um zu springen. Sehr schön. Krass. Aber die Technik hat was. Doing. Geil gemacht, ey. Wirklich eine geile Neuerung. Muss man schon sagen. Wo landen wir da bloß jetzt? Und doing! Hm. Da müssen wir auch mal raufspringen, weil da gibt's Münzen. Aber mehr auch nicht, oder wie? Ich hoffe, wir kommen jetzt auch mal auf die andere Seite. Können wir endlich mal weiterkommen. Mal sehen. Ich hoffe, wir erreichen endlich mal diesen Geist, weil der Traumgeist, der geht uns wirklich auf die Nieren mit seiner ständigen Sturheit. Mal im Ernst. Es geht, er ist ja der Geist, der Wächtergeist des Traumsteines, und dem interessiert das ein Dreck, was mit dem Traumstein passiert, nur weil er schlafen möchte, der Idiot. Also so etwas ist echt nicht nett von dem. Was zur Hölle? Das ist doch Blockade oder wie hieß die gleich nochmal? Blockberta? Blockberta, glaube ich, hieß die. Ich habe den Namen vergessen. Wie geht's denn hier rein? Was ist das jetzt? Habe ich jetzt eine Abkürzung? Oh, ich habe jetzt eine Abkürzung geschaffen zum Eingang. Vom Eingang hier bis hierhin. Was geht denn jetzt eigentlich hier? Was ist das für ein Ist das jetzt ein Traum?
Ein Traumladen oder sowas in der Art? Oh, wo geht's jetzt hier lang? Oh, da ist er. Den müssen wir irgendwie erreichen. Da müssen wir jetzt wieder mit den, mit der Lucision arbeiten. Willkommen in den Laden, Jungs. Was darf es denn sein? Ausrüstung, schauen wir mal. Was haben wir denn da jetzt? So wie Stiefel, Picknick, nein. Mäßig Hose, einzigartig Hose. Oh! Noch besser. Stärkt wirklich die Verteidigung deutlich, sogar noch besser. Sogar bei Mario. Und noch bei Luigi. Kaufe ich eine jetzt, wo ich eh so viel Kohle habe, müsste ich mir das alles. Könnte ich mir das jetzt alles durchaus leisten. Schatzhandschuhe? Also leider senken die bei Mario den Angriff, aber bei Luigi werden die Verteidigung deutlich gestärkt. Da lohnt es sich doch. Angriffshandschuhe. Und Schatzhandschuhe, Parmesanschuhe. Ne. Wächterpanzer. Erzählt der Lindenschau nochmal im Kampf dreimal auf null. Okay, das ist also, dass man dreimal keinen Schaden erleiden kann. So für Noobs oder wie auch immer. Ich würde sagen, wir kaufen erstmal ein paar Superpilze. Nehmen wir mal 28 Superpilze. Was? Ey. Hat einfach abgelehnt, Mann. So. Und von den Supernüssen nehmen wir uns 11. Super Zero brauchen wir auch einen Haufen davon. Dafür nehmen wir uns auch 28. Frischwurz lassen wir auch, Schockbombe und Geisterkeks. Was? Die kosten so wenig. Okay, dann nehme ich mir gleich mal 5 von denen. So, denke, das reicht. Warte mal, ein Warner-Pilz, wie viel haben wir davon? 15, ja. Machen wir das auf eine gerade Zahl, 16. Okay. So können wir das immer wieder aufteilen. Vielleicht nehmen wir noch einen Schluck Kisulatte, um uns ganz wieder aufzufüllen. So, nein. Wie lang ist eigentlich der Part jetzt wieder? Ich glaube, noch nicht allzu lang. Oh, naja, doch wieder. Aber wir machen trotzdem noch weiter ein bisschen, weil in diesem Part haben wir noch nicht so viel erreicht. Außerdem habe ich leider ein bisschen Zeit mit diesem, ja, mit dieser Aktion gerade eben verschwendet. Das tut mir ja leid, dass ihr das jetzt durch musstet, als ich da so gefailt habe mit der Paar-Aktion. Vielleicht beherrsche ich die schon irgendwann besser, aber ich bezweifle, dass es so schnell gehen wird, dass ich die irgendwann besser beherrsche. Wo geht's denn? Achso, ja, hier kommen wir her und wir haben ja erst jetzt den Stampfer erlernt. Aber jetzt können wir ihn mal. Jetzt kann er mal sehen, was passiert. Ich glaube, er hätte den Knopf nicht drücken sollen. So, aber jetzt. Jetzt wollen wir mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt direkt vor ihm stampfen. Und bam! Wach mal auf! Jetzt reicht's aber! Jetzt hat er gnadenlos! Dich mich und hab dich vermehrt! Ist so gut! Ja, ich geh auf, ich halte mich mal aus. Ihr seid super nervig, echt, ey. Wo ist der Traumstein? Ich sag's euch nicht. Hör auf damit! Wow. Oh, bist du mir böse? Will das kleine Kissen? Matheballchen bewerfen? Gott. Der kann einen echt nerven. Hör auf damit, herrlich. Ich fahr. Was wollte ich jetzt sagen? Sorry. Ist mir jetzt kurz was rausgekommen. Was ich so jetzt sagen wollte. Der verarscht uns ja. Der trollt uns. Hör auf damit, klar doch, zu Befehl. Ich werde jetzt irgendwo. Ah, nein. Ganz tief durchatmen. Oh, wir müssen diesen Geist Manieren beibringen. Mario, Traumwitschi, bring diesen Geist zum Reden, aber auf der Stelle. Braucht nicht zippelig zu sein. Lass Stiefel sprechen.
Oh Gott, der wurde aber jetzt echt aggro. Kann man das fassen? Oh, schon geil gemacht. Wieder da lospult. Ah! So, jetzt wirst du endlich mal sprechen. Au! Ihr seid die nervigen Kerle, die mir hier untergekommen sind. Jemand umschreibt einen Geist auf die Geist gehen zu können, damit ihr doch bereuen und ist es jetzt auch zu spät. Was? Was willst du jetzt machen? Ey. Bushina! Nein, oder? Will der jetzt gegen uns kämpfen? Haben wir jetzt einen Bosskampf gegen den? Du willst uns wohl verarschen. Was wird das jetzt? Was wird jetzt aus dem? Ach du Scheiße! Aktiviert! Keine Gnade! Kommt jetzt dieser Riesenkampf? Oh, ei, ei, ei. Und der arme Luigi unten, der fürchtet sich und seine Mütze leuchtet. Oh, das Ding ist ja riesig! Haltet euch, Traum Luigi! Was ist das? Traum Luigi, sein Körper glitzert! Irgendwas Großes kündigt dich an! Was ist los? Traum Luigi! Oh ja. Was hat Luigi denn? Ist der Wachwert bekommen? Zumindest hoffe ich das. Ich zermalme euch! Zu feinen Klümpchen! Der hat sie ja nicht alle! Warte. Luigi hat extrem Angst. Wie? Ich soll was tun? Aber was denn? Ich soll Luigi berühren? Berühre Luigi in verschiedenen Stellen. Okay, was passiert jetzt? Was? Was ist das? Was passiert denn da jetzt? Glitzerstern! Mach das noch einmal! Okay. Und halt das Ella Flutschis Mütze. Oh, und da plötzlich kommen lauter Luigis auf ihm zu. Glitzerstern, das reicht! Traum Luigi, ihr. Jetzt kommt es zum Riesenkampf, oder? Oh nein, ich muss in 3DS jetzt rumdrehen. Oh Gott, Leute, ich weiß jetzt nicht, wie ich das aufnehmen soll. Louis, Leute, ich würde jetzt sagen, das mache ich jetzt alles im nächsten Part. Dort werden wir dann sehen, was jetzt abgehen wird. Freut euch schon mal auf den großen Kampf. Anscheinend kommt es jetzt zum Kampf der Riesen, so wie aus dem dritten Teil. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich das jetzt hinbekomme, dass ich beides aufnehmen kann. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush, HolyFreak89, danke fürs Gucken. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute.